Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit WWE Champions. Leute, es geht munter weiter mit Gameplay und zwar habe ich mir gedacht, will ich mit euch mal gemeinsam die SummerSlam Revolve Tour mit AJ Styles zocken. Hab ja das riesengroße Glück, ihn ja in meinem Roster zu haben. Auf 3 Sterne Gold ist auch einer der Superstars, der halt auf 4 Sterne Bronze dann demnächst gehen soll, wenn mir das Glück mit den 4 Sterne Goldmarken dann mal hold ist. Aber nichtsdestotrotz, ich habe auch mal ein Gameplay-Video schon zu ihm gemacht im Rahmen von so einer Champions Week. Für die da wirklich was Moveset und so angeht, noch ein bisschen genauer Infos haben wollen, einfach mal in der Playlist von WWE Champions, die unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, mal reingucken und da werdet ihr dann das Video mit AJ Styles finden. So, legen wir auch mal los. AJ Styles, mir fehlt wie gesagt eine 4-Sterne-Goldmarke. Und dann aber halt, der braucht halt ordentlich violette und schwarze Poster noch bei mir. Ich glaube, violett um die 540 Stück braucht er. Und ich bin bei knapp 300, also mir fehlen noch 240. Und durch die ganzen TP-Events, die da jetzt so gewesen sind, sind die ja natürlich ordentlich weggegangen. Und ja, was willst du machen? So können die Kämpfe übrigens jetzt die ganze Zeit gerne laufen, also gehe ich sofort mit. Wenigstens auch mal ein Grund, mit AJ Styles mal wieder ein bisschen zu zocken. Und er ist wirklich gut. Ich habe jetzt allerdings trainertechnisch, wenn ich so will, wenn ich so sagen möchte, die wirklich die 3-Sterner-Variante drin. Ich habe für die Manöver-Generation halt, wie gesagt, Xavier Woods drinne und habe Seth Rollins noch mit drin, um ein paar mehr blaue Gems zu machen. Auf 4 Sterne würde ich ihn dann allerdings ein kleines bisschen anders spielen. Da kommt dann eher so Christian noch mit ins Spiel, wo dann quasi für die Farbwechsler-Juwelen dann noch ein bisschen mehr Schaden mit bei rumkommt, weil das ist, denke ich mal, wirklich so das Steckenpferd für AJ Styles, dass er halt wirklich, wenn es dann zu einem Pin-Versuch kommt und ordentlich Farbwechsler-Juwelen halt auf dem Board liegen, er für einen Akrobaten wirklich enorm viel Schaden machen kann. Das ist wirklich so das Steckenpferd. Akrobaten, ihr kennt das so schadenstechnisch und so. Klar, ein Jeff Hardy kann doch ordentlich da reinwumpsen, also zumindest von denen, die ich jetzt bei mir im Roster habe, aber AJ Styles kann dem Ganzen dann doch nochmal eine kleine Schippe obendrauf legen. Ach, natürlich fällt das dahin, hätte ja auch mal hier in der Reihe mitfallen können, aber wollte es jetzt nicht. So, dann machen wir doch jetzt hier mal ein paar blaue Gems und gucken einfach mal, es liegt doch ordentlich blau auf dem Board. Ja, so muss das aussehen, das ist doch eine schöne Sache, das ist das Board ist sehr freundlich zu uns gerade, aber wir befinden uns ja jetzt hier noch auf der Stufe Normal. Er ist zwar cointechnisch gemaxt jetzt hier mittlerweile auf 3 Sterne Gold, ich glaube trotzdem, dass wir auf Hölle echt keine Bäume einreißen können. Da lasse ich mich dann wirklich mal ein bisschen überraschen. Ne? Wir versuchen einfach mal so ein bisschen, was geht. Wollen wenigstens schwer mit ihm daddeln und uns natürlich die SummerSlam-Coins hier wieder gönnen, die wir natürlich für den Price-Wall-Shop brauchen und natürlich beim Erklimmen der Meilensteine bei dem dementsprechenden Singles-Contest hier bei dem SummerSlam-Event. Ganz klare Geschichte, Leute. Aber jetzt geht's ja hier erstmal munter weiter hier mit AJ. Ey, echt, das Board ist, jetzt liegt's wirklich schön am Anfang gerade. Aber ich bin echt gespannt, in was für eine Richtung das dann jetzt gleich noch geht. Auf schwer und vor allem auf Hölle. Ey, oh, ey, da graut's mir ja schon wieder. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Erstmal machen wir hier so weiter. Kein Violett, Blau jetzt. Oh, doch, Blau ist hier. Blau können wir hier mitnehmen. Im nächsten Turn ist dann wenigstens unser Manöver da. Wir werden dann jetzt ein paar Gelbe zu Blau machen. Liegt jetzt alle doch hier unten, geht dann Blau wenigstens mit weg. Das ist doch ganz in Ordnung. Nehmen wir mit, definitiv. Okay, guckt euch das mal an. Das ist doch schön. Ich bin gerade am Überlegen. Ach nee, komm, wir machen das so. Dann hat sich das doch. Wir sind ja hier noch auf Normal. Alles gut. Ich habe wieder meinen Monitor so ein bisschen, ne? So. Ja, viel Gameplay-Videos in letzter Zeit, ne? Also, weil ich wirklich den Tag, wo ich das jetzt hier aufnehme, den Sonntag, da halt wirklich mal so ein kleines bisschen Luft hatte und da wirklich mal wieder so ein kleines bisschen vorproduzieren konnte und natürlich auch für mich wichtig, dass ich da auch mal die Touren endlich mal ein kleines bisschen weiterspielen kann. Das ist wirklich jetzt alles in einem Rutsch entstanden, auch wo wir jetzt die Touren gespielt haben, um den guten hier, die Aleister Black-Touren, die es dort gab. Alles in dem Rutsch jetzt hier passiert. So, dann geht's hier mal gegen John Cena. Ist wenigstens ein Gegner, der jetzt nicht so heftig ist. Gerade wenn ich jetzt schon mal auf schwer so ein bisschen blicke. Mal gucken.
Mal gucken, Leute, was wir hier mit AJ noch so reißen können. Violett am Anfang. Oh, guckt euch das mal an, ne? So ein Board will ich haben. So ein Board will ich haben. Was willst du mehr? Was willst du mehr? So, wie liegt denn Gelb so? Eigentlich ganz schön scheiße, ne? Dann machen wir mal so hier. Ballern wir mal ein paar Farbwechsel hin. Leider nicht so viel. Ich glaube 5 Stück oder so. Aber man weiß ja nie, was dann in nachfolgenden Runden so passiert. Auf jeden Fall Schaden kommt. Jetzt geht es halt nur darum, den Pinbalken noch ein bisschen gehörig nach rechts zu bekommen. Ach, dagegen doch was Blaues kaputt. Seht ihr, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Dann hat sich der Kampf doch jetzt hier auch schon gewuppt. Beziehungsweise erledigt. Ach, ich freue mich schon so, wenn AJ dann mal ein bisschen weiter hochgezogen ist auf 4 Sterne, weil das dann auch einer ist, mit dem kannst du auch wirklich mal in eine Fehde mit reingehen. Ey, so muss es aber auch weitergehen, ne? Also, bitte, bitte, bitte. Auf normal ist ja immer so, ne? Und dann geht die Scheiße los. Ihr kennt das. Ihr kennt das. Wir sitzen doch alle im selben Boot hier. Aber mein Ziel ist immer, bei so einer Tour wenigstens schwer zu schaffen. Hölle ist dann wirklich Bonus. Aber wenn du schwer schon schaffst mit deinen Superstars, ist das doch eine geile Nummer. Ah, hier knapp 3800er Talent steht uns jetzt hier schon entgegen. Da jetzt nischt hier so, wie wir es damals hatten mit hier Seth Rollins, hier mit der Shield-Tour, ne, die wir damals zusammengezockt haben, wo sie ja mit Absicht das Talent der Gegner mal ein bisschen nach unten geschraubt haben. Das finden wir dann hier jetzt leider nicht wieder. So, ich mach mal so. Hier gegen Brutus Barber Beefcake. Es liegt vor allem schön Gelb. Ist leider wieder ein kleiner Game Freeze da. Es liegt Gelb. Also unser Manöver lohnt sich jetzt hier sowas von. Die halt zu blauen Gems halt umzuwandeln. Aber der Wichtige ist halt nicht umgewandelt worden, ne? Das ist doch faszinierend. Das ist doch der Wahnsinn. Aber das Glück ist uns hold. Das geht hier ordentlich voran. Können wir hier auch schon direkt mit unserem Styles Clash um die Ecke kommen. Und dann hat sich das hier für Brutus erledigt, Leute. Ich weiß gar nicht, das Side-Match, ist das dann jetzt hier ein Tag-Team-Match auf schwer oder ist das auch Single? Das ist jetzt die Frage der Fragen mit den Fragen. Müssen wir mal sehen, was sie da für uns so im Petto haben. Also, wenn das Board so mal im Kampf fallen würde, ne? Das wäre doch mal eine geile Sache. Das wäre doch mal eine geile Sache. So, haben wir den Kampf auf jeden Fall gewuppt. Hier, du darfst, ja, hol uns natürlich die Schlüsselchen. Öffnen werde ich sie jetzt noch nicht, Leute. Hat so ein bisschen was mit Teaminterner zu tun, dass wenn dann halt quasi, weil aktuell ist hier Fehde, wo ich das aufnehme, dass da nicht so viele Punkte bei den Contests dann dort da sind. Und dass dann die vielleicht gerade im anderen Team sind, die eigentlich bei uns im Main-Team hier bei RIP sind, nicht, dass die dann halt einen Meilenstein flöten geht. Ist eigentlich schon schlimm genug, dass ich das hier aufnehme und halt die Schlüssel hole. Es sind 8000 Punkte, aber ich habe es vorher extra geprüft, dass das dann nicht die Punkte sind, die das Zünglein an der Waage sind, dass dann quasi der nächste Meilenstein in Abwesenheit anderer halt erreicht wird. Mensch, hier liegt aber viel Violett. Ah, leider der Pin-Versuch, aber Leute, soll uns jetzt nicht weiter stören. Ist schon in Ordnung. Chris Jericho, wenn wir den jetzt hier als Gegner gerade haben, ja tatsächlich auch ein Akrobat, den ich auf 4 Sterne hochgezogen habe, weil er so ein Fan-Ding. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe ihn auch, das liegt ja übrigens richtig scheiße hier, allerdings muss ich auch sagen, habe ich ihn auch das ein oder andere Mal in einer Faction Feud halt auch genutzt gehabt. Und er hat mich wirklich nicht im Stich gelassen. Ist jetzt nicht so einer, mit dem der Haufen Gegner wegbretterst, aber wenn es halt mal enge ist, konntest du halt auch mit Chris Jericho da ein bisschen was machen. So, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen kacke, ne? Und ich muss ja aufpassen wegen seiner Walls of Jericho. Wir haben das, sind das ehrlich gesagt nicht so locker, fluffig, cool angegangen hier. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Weil wenn der nämlich mit seiner Walls of Jericho kommt, obwohl wir haben Glück gehabt, wir kriegen hier wenigstens einen Vierer hin. Und dann hat sich das so, weil nicht, dass er dann nur seine Submission macht und dann wären unsere Manöver wieder unten, obwohl es nicht so schlimm gewesen wäre, weil so weit oben sind die Manöver jetzt eh nicht gewesen. Ganz klare Geschichte.
Ja, das Board ist jetzt schon ein bisschen anders zu uns, ne? Die Kämpfe werden schwieriger. Da sieht das Board anders aus wie auf normal. Ich will hier nicht beschwören und nicht beschreien, aber ich finde das halt doch ehrlich gesagt ziemlich komisch. So. Haben wir den Kampf gemacht? Sehr schön. Wir müssen es halt, wie gesagt, jetzt auf 3 Sterne hier irgendwie schaffen. So, guck mal jetzt mal hier gegen Dolph. Auf 3 Sterne noch nicht so eine große Gefahr wie auf 4 Sterne. Auf 4 Sterne ist der Akrobat Dolph Ziggler auch definitiv einer der Charaktere, der nicht zu verachten ist. Natürlich gibt es bessere, müssen wir uns gar nicht drüber streiten. Aber er ist auch nicht ein schlechter. So, das ist hier schon wieder, ne, Blau ist zwar da, uff. Weiß ich nicht, weil ich davon schon wieder halten soll. Oh, ist nochmal blau nachgerutscht. Ja, er nimmt uns das hier natürlich weg. Ist ja auch ein Ding, ne? So, ah, gucke mal, hier könnte ein schöner Joker bei rausspringen. Das würde ich natürlich gerne mitnehmen und das wird auch so passieren. Es wird auch, denke ich mal, nicht zum Pin-Versuch kommen. Deshalb ist das doch geil, aber der wird halt auch nicht so blau, wie ich es halt gerne jetzt gehabt hätte. Ah, guck mal hier. Hätten wir auch so machen können und dann hätten wir das so gemacht. Alles in Ordnung, Leute. Ist jetzt leider kein Violett da, ne? Wie viel macht denn der an sich so? Ah, jetzt nicht so viel, ne? Na, dann machen wir so. Dann warten wir halt die eine Runde. Dolph wird uns schon jetzt nicht den Schaden unseres Lebens, denke ich mal, dort dann vors Gesicht brettern, außer das Board rutscht natürlich wieder ordentlichst nach. So wie jetzt, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, oder? Aber 3 Sterne sind hoffentlich noch drin hier, ne? Das war schon wieder ein Ding. Das war schon wieder ein Ding, ne? So, dann machen wir natürlich erstmal hier unsere Farbwechsel, dass wir da nur beim Finisher ein kleines bisschen mehr Schaden hier noch ein bisschen mit bei bewirken können. Und dann ist es, du machst halt für jeden Farbwechsel so alleine schon 6000, ne? Und mal 5, das sind 30.000 plus halt, was der Finisher bringt. Das ist schon ordentlich, ne? Und wenn du dann halt noch Christian als Trainer mit drin hast, der noch mehr Schaden auf die Farbwechsel dann halt mit brettert. Deshalb, Christian habe ich auch immer so ein bisschen mit im Hintergrund, was das Leveln so angeht, wenn ich halt auch an AJ denke. Klar, das Blöde ist, es sind beides Akrobaten, verbrauchen dieselben Marken. Deshalb musste ich da auch mal ein bisschen gucken. Aber Christian habe ich wenigstens jetzt schon als, habe ich wenigstens schon auf 2500 Talent. Das ist, denke ich mal, schon ein bisschen was, um jetzt im Hinblick, wenn AJ dann mal auf 4 Sterne ist, dann die optimale Trainerbesetzung dann halt auch drinne zu haben. Ist halt nun mal ganz einfach so, dass Trainer halt so wichtig sind, für, um das wirklich das volle Potenzial der Superstars halt dann doch mit zu entfalten. Ne? So, dann machen wir jetzt mal hier unseren Kampf gegen John. Ich hoffe, das Board ist freundlich zu uns. Und auf Hölle, wie gesagt, da werden wir jetzt nicht die Schnitte sehen, das sehe ich jetzt nicht. Aber wir können wenigstens ein bisschen was holen hier mit AJ bei dem SummerSlam Revolt-Türchen. Ach, guck mal hier, das ist doch mal eine richtig geile Sache, sehe ich richtig gern. Leider kommt es zum Pin. Gelb liegt schön, aber er wird uns gelb auch, denke ich mal, jetzt ein bisschen was wegnehmen. Okay, er nimmt so. Gut, nimmt jetzt sein Gelb. Dann haben wir hier gelb, hier gelb, hier gelb. Gut, hier kommt ein schöner Joker raus. Den würde ich dann doch schon gerne mitnehmen. Das sieht doch super aus. Das gefällt mir doch. Machen wir so. Bitte nicht pinnen. Sehr schön. Leider reicht es noch nicht für unseren Finisher. Leider reicht es nicht für unseren Finisher. Aber Leute, ich mache das jetzt einfach schon mal so. Ist in Ordnung. Nehmen wir den Schaden mit. Ah, jetzt muss ich hier einen von meinen Farbwechseln kaputt machen, aber ist schon in Ordnung. In der nächsten Runde war es das auf jeden Fall hier gewesen mit John. Und dann haben wir den Kampf doch hier schön gemacht. Auf 3 Sterne Gold. So wünsche ich mir das, so ist das toll, so ist das schön. Läuft doch, komm hier eigentlich schön durch mit AJ gerade. Gut, auf Hölle ist so eine Sache, aber vielleicht wird AJ ja im Rahmen dieses SummerSlam Events ja noch auf 4 Sterne hochgehen und dann kann ich der ganzen Sache dann vielleicht doch noch einen Versuch geben. Das wäre doch eine tolle Sache. So, wir haben das hier auf jeden Fall geschafft. Nimm die heiß begehrten SummerSlam Coins mit. Ich krieg sogar noch 5 Akrobaten Poster, von denen ich ziemlich viel hab, aber von denen ich bestimmt auch ziemlich viel noch verbraten werde. Deshalb ist das auch schon okay. Wird zwar lieber ein bisschen mehr Violett sehen, aber man kann ja nicht alles haben. So, haben wir das hier auf schwer geschafft. Jetzt guck mal einfach mal bei Hölle rein. Wie gesagt, wir werden das jetzt mit unserem 3 Sterne Gold jetzt hier nicht übers Knie brechen. Gut, den Kampf können wir packen. Hier wird schon wieder leicht kriminell. Das wird auch schon kriminell. Und das auch. Deshalb
versuch mal hier wenigstens den Kampf gegen Brutus. Und dann haben wir doch schön was gemacht hier mit AJ. Und wenn der im Rahmen dieses Events noch auf 4 Sterne geht, werde ich definitiv die anderen Matches auch noch versuchen. Aber jetzt muss ich es halt nicht übers Knie brechen. Wie gesagt, es fehlen mir aber halt noch über 200 violette Poster. Und ihr wisst, wie schwer es ist, zurzeit die zu bekommen. Violett liegt nicht so, dass wir es kaputt machen können. Selbiges gilt auch für Blau. Ich nehme mal hier das Gelb in der Hoffnung, dass er uns das lässt. Das sieht doch gut aus. Hat natürlich jetzt hier sein Manöver am Start. Habe ich aber nicht richtig mitgedacht, ne? Okay, wir machen jetzt hier auf jeden Fall mal unseren Move. Hier wird auf jeden Fall Blau was kaputt gehen. Hier oben rutscht es dann nach. Müssen mal sehen, was passiert. Obwohl, das Joker hier sogar, ne? Ah, okay, es kommt nicht zum Pin. Das freut mich natürlich. Nimm ich jetzt hier Blau, aber Violett wäre halt auch cool. Ne, wir nehmen Blau jetzt hier. Macht nun mal auch den meisten Schaden und Violett war auch mit in der Reihe gewesen. Ne? Von daher alles gut und definitiv die bessere Entscheidung gewesen. Und in der nächsten Runde ist er dann auch down. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie Brutus jetzt zu uns ist. Was jetzt seinen Move angeht. Müssen wir einfach mal sehen. Wir haben ja genug Energie noch da. Kommt hier mit seinem Suplex um die Ecke und wird jetzt ein bisschen gelb machen. Okay. Zum Glück nicht, dass der Finisher von ihm da ist. Da haben wir wirklich ein bisschen Schwein gehabt. Es kommt doch nicht zum Pin. Alles gut, alles schön. Wir setzen mal unsere Farbwechsler erstmal hin, machen dann den Finisher. Dementsprechend Zusatzschaden durch die Farbwechsler. Und dann halt noch die knapp 8000 Schaden, die der Finisher an sich mitbringt. Was nicht viel ist, aber wie gesagt, knapp 6500 für einen Farbwechsler. Das ist doch dann wirklich schon ordentlich. Und damit hat sich das Ding doch jetzt hier auch mit Brutus. Ist doch schön. Da freut man sich doch immer, wenn man in der Superstars hat, die gefordert sind. Weil jetzt bis jetzt in dieser SummerSlam Week 3 sieht das für mich nicht so gut aus. Natürlich Nikolai Volkov für mich nicht am Start. Steve Austin habe ich auf 3, auf 2 Sterne Gold. Und werde da wenigstens normal, denke ich mal, noch mit ihm zocken. Aber das machen wir heute nicht im Video. Ich denke mal, das wird dann erstmal reichen. Jetzt habt ihr erstmal wieder ordentlich Gameplay um die Ohren gepfeffert gekriegt. So, und bei diesem Koffer, ne, dieser 3-Sterne-Koffer, da kann natürlich viel Scheiße drin sein, kann man aber auch einfach mal Glück haben. Deshalb würde ich sagen, guck mal da wenigstens nochmal drin, ob da vielleicht irgendwas Cooles für uns drin ist. Und wie gesagt, die anderen Matches, da gucke ich dann mal, ob ich die dann nach seiner Entwicklung auf 4 Sterne, wenn es in diesem Event noch passiert, muss man sehen. So. Guck mal doch mal hier in dieser Tasche rein. Wir können hier 4 bis 6 Gegenstände bekommen. Und ich mag diese Tasche, ich mag sie. So, und wie gesagt, ja, eine 4 Sterne hat man eigentlich die letzten 2 Male immer Glück gehabt. Ne? Wir kriegen Minimum einen Ohrschutz. Ey, wir kriegen hier wieder eine 4-Sterne-Marke raus. Das ist einfach der Wahnsinn. Eine Boa, wo ich mich sehr drüber freue. Und noch eine 3-Sterne-Goldmarke. Die Tasche hat sich wirklich gelohnt. Und gerade die Capes jetzt sind natürlich auch nicht so unwichtig, die immer schön zu horten und zu sammeln. Erst recht, weil wir jetzt hier gerade auch über die Entwicklung eines AJ Styles geredet haben. Ich weiß gar nicht, Cape-technisch, wie das so aussieht. Ah, da ist in letzter Zeit wirklich viel bei rumgekommen. Ja, ihr seht's, alles gut. Reicht dann sogar schon fast für seine 3-Sterne-Silber-Entwicklung weiterhin. Aber hier, wie gesagt, diese eine Marke fehlt noch. Gut, die werden durch die wöchentliche Tour dann hier noch bei rumkommen. Ja, und hier, gut, das Manöver, das kriege ich hoch. Alles ist gut. Aber das hier ist das Problem, ne? Sowieso die 120, erstmal für jede sind wir bei 240, bei der nächsten Stufe 150, 2x 300 bin ich bei 540 Poster. Und wie viel haben wir? Da sagen wir mal so 280 damit, ne? Da fehlt halt noch ein kleines bisschen was. Aber Leute, wenn es nicht die Entwicklung nicht in diesem Event ist, also in diesem monatlichen Event, ist es fürs nächste Talent-Up-Event doch schon mal was. Und von daher ist das doch auch in Ordnung. Gut! Leute, soll es gewesen sein, mal ein bisschen Gameplay mit AJ Styles in der dementsprechenden Tour hier bei unserer SummerSlam Rewall Tour. Leute, ich wünsche euch weiterhin alles Gute den Champions, viel Loot, Glück und ich würde einfach mal sagen, keep on wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut, ciao.